etwas eingeschlafen ist oder du gar hoffnungslos geworden bist, in der heutigen Sendung werden wir gemeinsam Neuland entdecken. Einen Ausländer oder besser einen Neuländer haben wir mit Poppy im Interview. Und in der Umfrage geht es um geistliche Erneuerung. Auch in den Buchvorstellungen, die von Dominik und Elisabeth präsentiert werden, weht ein reformatorischer Geist. Doch zuerst kommt Dominik mit zwei Titeln zum Thema. Ein Buch, das ich gerne vorstellen möchte, Gesichter und Geschichten der Reformation. Neuformationen. Jedenfalls wurden immer von konkreten Menschen angestoßen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was die Verbundenheit mit den Vätern und Müttern im Glauben angeht, habe ich unsere katholischen Geschwister oft beneidet. Die nämlich kennen ihre Heiligen. Und es geht gar nicht um Heiligenkult, sondern wenn wir in evangelischen Kreisen nach Glaubensvorbildern fragen, dann fällt oftmals schnell der Name Luther und dann vielleicht Bonhoeffer und dann aber entsteht meist schon eine lange Pause. Dieses Buch hier füllt diese Pause mit Namen, mit Gesichtern und mit Geschichten. Genau 366 Namen, Männer und Frauen, sind hier zusammengetragen, die uns im Glauben den Weg der Kirche mitgestaltet haben, die Neues gewagt haben, die experimentiert haben, mit alten Zwängen gebrochen haben, den Glauben bewahrt haben. Martin Luther sagte einmal, wir stehen doch alle wie die Zwerge auf den Schultern von Riesen. Und dieses Buch gibt uns Heimat und Herkunft bei den Vätern und Müttern im Glauben. Man kann das Leben dieser Menschen heute nicht mehr kopieren und das macht auch gar keinen Sinn. Aber was man kann etwas kapieren, nämlich Gesichter und Geschichten der Reformation. Uwe Schulz ist Journalist und hat ein sehr spannendes Buch über die letzten Fragen vorgelegt. Irgendwann ist es für jeden soweit. Die letzte Türe geht auf, Neuland wartet. Und dieser Autor besucht 20 sterbende Menschen, die den Tod vor Augen haben und wissen, dass es hier auf dieser Welt zu Ende geht. Was kommt danach? Worauf darf der Sterbende hoffen? Was kann er glauben? Uwe Schulz befragt Glaubende, aber auch Agnostiker und Zweifler, die im Abspann ihres Lebens sind und die sich fragen, was kommt danach? Es ist ja oft gar nicht so einfach, in der konkreten Situation auch mit den eigenen Nächsten über dieses Thema des Sterbens ins Gespräch zu kommen. Dieses Buch leiht einem Worte. Es ist eine wunderbare Brücke, um über die Zeugnisse von anderen mit ihren Zweifeln und Fragen und Hoffnungen dann auch mit der eigenen Geschichte und den eigenen Fragen ins Gespräch zu kommen. Was ich hier gelernt habe, das Leben loslassen ist sicher nicht einfach, aber loslassen wird leichter und innere Wege werden begehbar, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Dieses Buch, auch als Vorlesebuch auf der letzten Wegstrecke, ist Ermutigung. Das Leben ist der Anlauf, der Tod ist der Absprung und dann wartet etwas, das nur erhofft werden kann. Manche ahnen, dass hinter der letzten Tür etwas Wunderbares wartet. Wärme, Freude, Licht. In dir steckt eine Entdeckerin, schlummert ein Abenteurer. Mach dich auf, denn ohne deine Reise nach innen wird deine Reise nach außen fruchtlos bleiben. Und je näher du Gott kommen wirst, umso leichter wird dein Leben wiegen. Gott wird dich in die Weite führen, deine Grenzen sprengen und deinen Horizont erweitern. Entdecke viermal Neuland. Entdecke dein Gottesbild, dein Herz, deine Beziehungen und dein Verwobensein mit dieser Welt. Lass dein Denken und deinen Glauben erneuern. Andreas Bopphardt, Neuländisch. In die Weite glauben. Jetzt im Buchhandel erhältlich. Bobby, hallo. Schön, dass du den Sprung da aufs Schiff mit uns gewagt hast. Hallo Tina. Ja, es ist wirklich ein Wagnis bei diesen Temperaturen. Genau, aber wir wollen ja ein bisschen Neuland beschreiten zusammen. Manchmal oder? Muss man sich aufs Wasser wagen. Gell? Genau, gut, absolut. Da war ein bisschen Platz, aber drängt sich auf. Um das geht es ja auch in deinem neuen Buch. Also du hast ja, das Thema der Explo war ja Neuland, die du geleitet hast, moderiert hast. Dein neues Buch heißt Neuländisch. Also du hast da eigentlich nicht nur, du hast ein neues Wort kreiert auch. Du bist ja auch ein Pionier. Was bedeutet das Neuländisch? Also was ist dieser neuländische Spirit, den du da vermitteln möchtest? Ich glaube, es hat mit dem Denken und Glauben zu tun, das muss neuländisch werden.
wir haben viel zu lange darin gelebt, dass Glaube sowas ist wie eine Box, in die du einsteigst und dann bleibst du drin, dein Leben lang. Und ich merke, das ist so einengend. Und ich habe im Leben, die Menschen, die mich am meisten faszinieren, sind die, die älter werden und immer breiter und weiter glauben. Das heißt nicht, dass sie immer mehr akzeptieren, sondern dass ihr Glaube weit wird. Ja. Und ich habe gemerkt, es gibt im Glauben im Leben diese zwei Entwicklungsrichtungen. Entweder wird dein Denken eng oder dein Glaube wird weit. Und das hat damit zu tun, bist du bereit, immer wieder dich auf Neues einzulassen oder nicht. Ja. Und das ist eben dieses neuländische, ja. neuländisches, abenteuerliches Leben, neuländischer Glaube. Ich habe zwar gelesen, du bist eher auch der Typ, der gerne mit den Chips auf dem Sofa sitzt und sich ein bisschen in die Komfortzone zurückzieht. Also hat Voll, dich ja. Gott selber in dieses Neuland gerissen oder hast du dich selber aufgemacht? Nein, ich bin überhaupt kein Abenteurer. Ich mag es, wenn all die Dinge so sind, wie ich sie will. Ich mag, also wenn ich mal zum Beispiel im Restaurant, so McDonald's, ich weiß nicht, ob das als Restaurant zählt, aber wenn ich da was gefunden habe, das ich mag, dann wähle ich beim nächsten Mal wieder dasselbe. Ich esse jetzt, seit ich denken kann, 20 Jahre lang esse ich im McDonald's dasselbe Menü, weil ich weiß, das mag ich. Ja. Und wenn ich was Neues nehme, dann ist es ja vielleicht nicht... Das ist ein Risiko. Ja. Ich bin nicht der Typ für Risiko. Ich mag Dinge, die so sind, wie ich sie will. Mhm. Und trotzdem merke ich, das ist so die Komfortzone. Das ist mein Leben. Kleine Box, Komfortzone. Und alles, was sich in meinem Leben groß angefühlt hat, abenteuerlich, schön, wunderbar, glaubensmäßig, erfüllend, das hat sich nicht in dieser Komfortzone abgespielt. Das war immer dann, wenn ich mich irgendwo rausbewegt habe, in diese Cloud, wo es mir vielleicht unwohl ist. Mhm. Ich sage immer, das ist Komfortzone, das ist where the magic happens. Yes, genau. Und ich glaube, diesen Sprung da hinein, der ist unangenehm, aber den müssen wir immer wieder wagen. Auch ich, als Bünzli-Schweizer, als Bünzli-Schweizer, genau. Hast du ein Beispiel, wo das wirklich auch passiert ist in der letzten Zeit oder halt auch in der Zeit, wo du auch an dem Buch gearbeitet hast? Also für mich waren die größten Sprünge waren immer auch mit dem Ausland verbunden. Als Familie haben wir uns gewagt, ein paar Monate mit kleinen Kindern auf den Philippinen zu leben. Das war so ein Sprung und das ist herausfordernd und unbequem. Und man kommt da an oder man lebt da und fragt sich manchmal, um Himmels Willen, warum tue ich das? Das hat mich niemand gezwungen. Ja. Oder als ich nach Äthiopien ging für ein Leidenschaftstraining, wo ich dachte, muss ich das erleben? Mhm. Und im Nachhinein sage ich mir, ja, ich musste das erleben. Ja. So wie in der Bibel, wenn Jesus zu Zachäus kommt und sagt, ich muss mit dir essen. Jesus hätte mit allen essen können, aber für Zachäus war es live. Transferring, dass Jesus ihn ausgewählt hat und da essen wollte, musste. Ja. Ich glaube, ich muss mich immer wieder in solche Situationen bewegen. Hat damit viel eben genau, weiterentwickeln damit Gott was mit mir machen kann, dass er in meinem Leben nicht machen kann, weil ich mich nicht bewege. Mhm. Ich will mich gar nicht bewegen. Ja. So Couch Potato, da bin ich und da bleibe ich und mir ist es wohl. Ja. Okay. Das waren viel so Auslanderlebnisse. Ja. Aber auch Begegnungen mit Menschen, die ich nicht verstehe, waren oft so. Also Menschen, die anders glauben, wo ich früher vielleicht gesagt hätte, ja, christlich glauben ist alles ein bisschen anders und irgendwie, aber alles sind schon ein bisschen richtig, ich bin ein bisschen richtiger. Mhm. Und jetzt zu merken, wow, ich muss nicht alles umarmen, ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht mal alles gutheißen. Aber es erweitert meinen Glauben und es hat mir gut getan. Vieles hat mir gut getan, hat mich bereichert. Ja, das ist ja du hast ja fünf Bereiche beschrieben eigentlich in dem Buch. Ein bisschen das Gottneuland, wo es um Jesus in uns geht. Das Herzneuland, wo es um Identität geht. Das Beziehungsneuland, wo auch die Unterschiede zur Bereicherung werden sollen, die wir haben. Und eben dieses Einheitsneuland, wo es darum geht, dass eben Christen auch aus unterschiedlichen Denominationen einfach näher zusammenrücken sollen oder müssen. Das habe ich gemerkt, dass dir das sehr wichtig ist. Warum ist dir das so wichtig? Dass du reißt gerne Mauern runter auch, du möchtest, dass Vorurteile auch gebrochen werden. Ja. Warum ist das so wichtig? Das fünfte war ja noch das Weltneuland. Das Weltneuland, genau, ja. Das Einheitsneuland ist mir deshalb wichtig. Ich glaube, Einheit ist nicht das Grundziel an sich. Wir müssen nicht einen Einheitsbrei schaffen. Aber ich glaube, wenn wir uns da hineinbewegen, was eigentlich Gott vorgelebt hat. Er hat so eine WG gehabt, oder Gott, Jesus, Heiliger Geist. Ja. Das war schon eine Einheit. Ja. Und er lebt es vor und sagt, das ist meine Identität. Und wenn wir uns
bemühen, dieses Miteinander zu suchen, erst dann, also es zwingt uns über unseren eigenen Stolz hinauszugehen. Ja. Es zwingt mich über meine eigenen begrenzten Denkweisen hinauszugehen. Und deshalb ist Einheit hilfreich. Und für mich ist aber nicht wirklich kein Einheitsbrei. Einheit ist nicht das Ziel. Mhm. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam um Christus stehen. Ja. Und ich sage immer, wenn wir das schaffen, aus unseren eigenen Bereichen rauszukommen um Christus, dann ist am Schluss eben nicht meine Identität aufgelöst und ich muss jetzt glauben, was alle glauben, sondern meine Identität wird geklärt. Mhm. Es ist klarer als vorher, was mich von anderen unterscheidet. Ja. Ja. Und das ist okay. Mhm. Da müssen wir nicht vereinheitsbreien. Mhm. Es unterscheidet mich und es ist okay. Ja. Aber es hilft mir, Christus neu zu sehen und ihn groß zu machen, weil er selber betet, wenn ihr eins seid, dann wird die Welt erkennen und glauben. Ja. Ich glaube, dass wir das als Auftrag haben, einfach, dieses Miteinander zu suchen. Die Perspektive zu erweitern. Du hast es so schön gesagt an der Explo, wir glauben nicht dasselbe, aber wir glauben an denselben. Genau. Dass das eigentlich, hat viele Reaktionen hervorgerufen, weil das heißt, wir glauben doch auch dasselbe. Und in ganz vielen Bereichen ist es dasselbe, aber ich sage da, wie wir es ausleben, die Formen, so diese Äußerlichkeiten, die sind ganz oft diametral unterschiedlich. Ja, genau. Und das Verständnis unterschiedlich. Und dann eben, da müssen wir auch nicht Uniformität vorgaukeln oder wir müssen nicht sagen, jetzt müssen alle gleichförmig glauben. Nein, um Himmels Willen nicht. Ja, genau. Aber wir glauben an den einen Christus und alles andere, lass uns das miteinander klären, aber miteinander unterwegs sein. Mhm. Ja, und du hast ja auch gesagt, dass Christen auch lieblos geworden sind. Also hast du das selber erlebt oder wie bist du dagegen angegangen? Da erschrecke ich manchmal, weil das sind ja eigentlich meine eigenen Kreise, die Menschen, mit denen ich groß geworden bin, wo manchmal kritisiert man bei anderen Dinge, weil man denkt, das ist falsch. Mhm. Vielleicht ist es sogar falsch. Mhm. Vielleicht ist es nicht richtig, was die machen. Ja. Aber ich glaube, es ist mindestens ebenso falsch, das mit einer Lieblosigkeit zu tun, wie es oft geschieht. Mhm. Wie man anderen dann aus Unverständnis, manchmal auch zu wenig Berührungspunkte, wie man den Glauben dann abspricht, anstatt einfach zu sagen, das finde ich nicht gut, vielleicht ist es falsch oder ich verstehe es nicht. Ja. Aber ich spreche dir nicht gerade im Kollektiv deinen ganzen Glauben ab. Ich glaube, da müssen wir lernen, gemeinsam unterwegs zu sein, einen Weg zu gehen, den Dialog zu suchen und dann immer wieder das Bereichernde zu nehmen. Ja, genau. Und andere Dinge darf man weiterhin ablehnen, aber nicht in dieser lieblosen Herzenshaltung. Es kommt ja dann auch aus guten, gut gemeinten Herzenshaltungen heraus. Man will um alles in der Welt Gott verteidigen, man will den Glauben rein bewahren und irgendwas und merkt man dann nicht, dass man oft in dem Punkt lieblos wird, selber auch eng. Ja. Ja. Und den Menschen nicht mehr wertschätzt mit dem, was er ist, oder? Genau. Wie er ist, Wie gehst du selber mit Vorurteilen um? Also du hast jetzt, oder wie gehst du mit, du hast auch viele, du hast geschrieben auf Facebook, du hast viele auch Kritiken oder Kommentare bekommen. Wie gehst du um mit dem? Ich versuche nicht davon zu leben. Ich versuche sie ernst zu nehmen und zu schauen, hat es was, das mit mir zu tun hat, wo ich Dinge ändern muss. Aber ich lebe nicht nach den Meinungen von Menschen. Also ich habe es auch, ich glaube, im Buch geschrieben, wer für den Applaus von Menschen liebt, wird an ihrer Kritik ersticken. Yeah. Und ich bin da wirklich mit Gott persönlich im Gespräch, dass mir seine Meinung wichtig ist. Yeah. Und ich will, wenn er sagt, ich habe Freude daran und 20 andere sagen mir, sie haben nicht Freude daran, dann traue ich eher ihm. Mm-hmm. Ja? Aber ich versuche mich bei Vorurteilen, mich nicht begrenzen zu lassen. Ich habe ja auch meine Schiffgeschichten mit schlimmen Wellen und mir wurde ganz, ganz übel und jetzt gehen wir auf ein Schiff für Neuland und ich denke, oh mein Gott, das sind Vorurteile und jetzt ist es ja gar nicht mal so schlimm. Dass du wieder Ängste überwindest. Ja, genau, du machst das sehr gut. Ich bin am Aufarbeiten. Ja, das ist gut. Geht's dir noch gut? Bring mir mal die Tüte. Alles noch okay? Alles okay. Ja, das ist gut. Schön. Bin nur eifersüchtig auf deine Handschuhe, bin ich ein bisschen eifersüchtig. Nee, ist okay. Nee, ich schaff's. Du bist ein bisschen klein vielleicht. Ich bleib tapfer. Okay, gut. Du sprichst auch noch in dem Herzneuland, sprichst du Berufung an. Auch ein sehr wichtiges Thema bei Christen, denke ich. Du ermutigst aber eigentlich auch nicht zu warten auf den großen Ruf. Ja, genau.
Was kannst du, was rätst du da vielmehr? Ja, viele sind so völlig borniert auf Berufung aus, aber eigentlich, wenn du in die Bibel schaust, niemand wollte eine Berufung. Da kriegt er sie und da rennt er davon eigentlich. Oder will sie nicht, wie Mose. Ja, eigentlich, ja. Man will eigentlich keine Berufungen, aber die Menschen warten oft darauf, weil sie das Gefühl haben, dass es ihr Leben irgendwie ein bisschen bereichern würde. Ja, ich glaube, wir müssen lernen zu schauen, was hat Gott in unser Leben gelegt. Das hat mit Charisma zu tun. Charis, das Geschenk. Genau. Und das Leben. Und da kommen wir automatisch in einen berufenen Lebensstil hinein. Ja. Dann gibt es vielleicht schon mal ganz spezielle Dinge, wo Gott sagt, das habe ich nur für dich geplant. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir schauen, was ist mein Charisma. Und da, das ist Schweizerdeutsch, das lasse ich chattere oder das lasse ich wummere, das soll fließen. Ja, du wolltest ja auch gar kein Prediger werden. Nein, oder? Um Himmels Willen nicht. Nein, da gibt es viele Dinge, die sind viel toller. Ja. Aber ja. Es ist jetzt das Richtige. Aber du merkst jetzt, das ist wirklich es ist das Richtige. Blut und, und du machst das ja auch richtig gut. Und du bist auch ein extremer Optimist, ein Ermutiger und auch ein Hoffnungsträger. Und Hoffnung ist ja auch so abschließend in dem Buch etwas, was du sagst, die Hoffnung dürfen wir als Christen nicht verlieren, weil das ist das, was uns auch abzeichnet oder unterscheidet vielleicht von vielen Menschen, die hoffnungslos geworden sind oder auch Christen, die hoffnungslos geworden sind. Also Gott ist ein Neuländer, oder? Du bist ein Neuländer, Gott ist ein Neuländer. Was möchtest du den Menschen noch mitgeben? Du kannst noch etwas Ermutigendes, Hoffnungsvolles jetzt zum Abschluss sagen. Also, liebe Leute, keine Ahnung, wir haben zwei Kameras. Ich nehme beide, ich nehme die da. Liebe Leute, lebt neuländisch. Lasst euch nicht limitieren durch eigene Grenzen. Es ist so traurig, dass wir manchmal Gott nur so groß sein lassen, wie wir denken können. Schaut in diese Neuländer rein, entdeckt sie bei anderen Menschen und lebt in das hinein. Es wird euer Leben unglaublich bereichern. Yes. Danke, du hast auf jeden Fall uns bereichert und mögen viele weiterhin ermutigt werden durch deine Worte auch. Vielen Danke. Dank. Danke, Tina. Danke, Bobby. Wir befinden uns an der Explo im schönen Luzern in der Schweiz, wo Tausende von Christen zusammenkommen für eine Lobpreisveranstaltung oder auch genannt Konferenz. Wir wollten von den Gästen heute wissen, was bedeutet Neuland für sie oder wo wünschen sie sich eine persönliche Erneuerung in ihrem Leben mit Gott? Ja, bei mir ist so, ich habe immer sehr viele Ideen, auch innovative Ideen, aber ich merke von der Zeit, ich kann nicht alles machen. So, ich möchte erneuert werden, dass ich fokussierter sein kann, fokussierter in seinem Reich bauen, in Gottes Reich bauen und auch fokussierter in der Beziehung zu Jesus, dass ich diese pflegen kann und aus dieser Beziehung heraus dienen kann den Menschen. Ich bin motiviert worden, neu einfach mich auf Gott auszurichten und egal, was der Alltag bringt, ob es stürmt, ob es schneit, ob es heftig ist, einfach mich auf Gott zu fokussieren und seine Stimme zu hören, ihm zu folgen, was immer auch kommen mag. Und wie wild es auch um mich herum sein wird. Genau. Der Anker im Sturm ist. Ja, genau. Genau. Ja. Ich möchte ein neues Land betreten im Bereich Ruhe. Was heißt es, zur Ruhe zu kommen und einfach mich inspirieren zu lassen von göttlicher Ruhe? Was es heißt, wirklich zur Ruhe zu kommen, nicht einfach nur Zeit zu haben, in der ich nicht arbeite oder so, sondern wirklich die Ruhe in mir neu zu entdecken. Ich möchte gerne mehr Platz schaffen für Gott und mehr so richtig hungrig werden nach Gott und das auch gegen außen, dass es Wirkung hat. Ja. Was nimmst du für erste Schritte, damit du das erreichen kannst? Ich will morgen aufstehen und Bibel lesen, was ich bis jetzt nicht so getan habe und ich glaube, das wird helfen. Es geht eigentlich um die persönliche Beziehung zu Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich glaube, da kann man nicht genug tief hineinkommen in eine tiefe Beziehung. Da möchte ich heute wieder Neuland entdecken und auch da hineinsteigen und das Vertrauen zu haben, dass wir wirklich persönlich Gott als Vater näher kennenlernen dürfen, Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser und den Heiligen Geist als derjenige, der uns einfach Führung, Leitung, Unterstützung, Hilfe und Führung gibt. Ja. Zu sehen, wie er die Menschen sieht, damit ich sie so kann lieben, wie er sie liebt, damit ich, dass ich sie einfach so dieses erste Bild, das ich habe von einem Menschen, dass es gerade gut ist, egal wie die Menschen aussehen oder so.
Mir ist ganz neu bewusst geworden, dass sich ja viel in den Gedanken abspielt. Und in meinen Gedanken kann ich mich immer wieder entscheiden, ist das, was jetzt gerade kommt, ist das wahr, ist das unwahr, ist das hilfreich oder nicht? Und dann entscheiden, lasse ich es ran oder lasse ich es nicht ran. Und da möchte ich mich jetzt wieder ganz neu entscheiden, hey, bewusster auch die Gedanken wahrzunehmen in meinem Alltag, auch dort, wo Gott zu mir sprechen möchte, durch ganz kleine, so ein kleines Säuseln, aber auch durch die größeren Dinge, wo ich merke, hey, das sind jetzt vielleicht Gedankenmuster oder solche Dinge, die mich beschäftigen, die nicht sein müssen, die ich dann wegschicken kann. Ja. Das möchte ich ganz bewusst neu mich darauf einlassen. Ja. Hallo, wo wünschst du dir eine persönliche Erneuerung? Ich wünsche mir Einigung in den Kirchen. Oh, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich Jesus noch besser kennenlerne. Er ist dermaßen attraktiv im Sinne von, je mehr ich ihn kenne, desto mehr möchte ich noch mehr verstehen, wie er ist, was er denkt, was er fühlt. Das begeistert mich durch und durch. Ich wünsche mir wirklich einen Durchbruch auch, nicht für mich persönlich eigentlich, sondern ich wünsche mir einen Durchbruch auch für das gesamte Christenheit, dass wir noch mehr erleben, was dass Gott wirklich Wunder wirkt unter uns und dass Menschen ihn erkennen. Also wir sind oft so in unseren Kirchen und sie sind manchmal so verstaubt. Und ich merke, wie ich mir wünsche, dass Gott mehr Raum bekommt. Mehr Raum wieder in der Gesellschaft, im Leben, überall, dass man ihn einfach begegnet, übernatürlich oder natürlich. Vielleicht kennen Sie das. Mit der Zeit nimmt die anfängliche Euphorie des frischen Glaubens ab. Gottesdienste sind eher Frust als Vorfreude. Das muss zunächst nichts Schlechtes bedeuten, sondern rein objektiv erstmal nur, unser Glaubensleben entwickelt sich. Werner May fragte sich nach 30 Glaubensjahren, hat der Glaube noch etwas Neues zu bieten? Ja, das hat er. Davon ist er überzeugt. Wie die Freude am Glauben bleibt, darüber schreibt der Diplompsychologe in seinem Buch Näher, Schöner, Weiter. Er unterscheidet den persönlichen Glaubensweg in 4 Wegabschnitte. Da gibt es zum Beispiel die Phase Springtime, die erste Zeit des geistlichen Aufbruchs, in der wird auch das eigene Leben neu geordnet und aufgeräumt. Oder der vibrierende Alltag, ein Lernprozess, in dem man zu einem mündigen Christen wird. In der Weite Gottes erkennt man Gott und seine Präsenz, seine liebevolle Gegenwart, aber auch seine raue Seite. Außerdem gibt es als 4. Wegabschnitt noch die Erkenntnis, dass unser Leben nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Ewigkeit ist. Im Laufe des Buches erinnert sich der Autor an seine alten Glaubensschätze. Mit den Jahren liebgewonnene geistliche Gewohnheiten, die wieder entstaubt werden müssen. Und er zeigt neue Schätze auf, zum Beispiel zu einem Ermutiger werden oder zu geistlichen Eltern. Leidenschaftlich, kreativ und begeistert für Gott leben, das ist auch nach vielen Jahren möglich. Werner May macht's vor und lädt Sie ein zu einem Glauben mit Tiefgang. Ich bin kein Fan von Jesus. Das sagt Kyle Eidelman. Er ist Pastor und ein radikaler Jesus-Nachfolger. Sein Buch Not a Fan wurde zum Bestseller. Daraus entstand eine neue Bewegung für kompromisslosen Glauben. Ein echter Jesus-Nachfolger ist bereit, seine Kuschelzone zu verlassen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das predigte Kyle Eidelman lange Zeit, bis ihm klar wurde, dass er die Gnade vollkommen aus den Augen verloren hatte. In seinem neuen Buch Grace macht er deutlich, warum Gnade und das Annehmen von ihr so wichtig ist. Denn Gottes Gnade kann nur wirken, wenn wir uns unsere eigenen Fehler eingestehen. Er schreibt dazu, je klarer ich sehe, wie hässlich meine Sünde ist, desto besser kann ich erkennen, wie schön Gottes Gnade ist. Gnade ist größer als unsere Fehler, Verletzungen und Lebensumstände. Grace ist eine absolute Leseempfehlung für alle, die Gnade auf neue Weise erleben wollen. Ja, hallo, ich bin die Tabitha Bühner und ich lebe seit 2 Jahren in Indien. Und das, obwohl ich eigentlich nie nach Indien wollte. Meine beste Freundin hat immer gesagt, das ist das einzige Land, wo sie nie wieder hin will. Und ich habe leider ausgerechnet einen Mann gefunden, der mich sehr begeistert hat, der in Indien als Korrespondent arbeitet. Und so kam es, dass ich dann meinen Job gekündigt habe, innerhalb von 6 Monaten umgezogen bin, geheiratet habe und ein total neues Leben angefangen habe.
Ja, und in Indien habe ich wirklich alle möglichen verrückten Geschichten erlebt. Ich war bei Kindergöttin, ich war bei den Honigjägern, ich war in einem Yoga-Retreat, ich habe Ayurveda gelernt, habe mich mit Gurus gestritten und war beim höchsten Marathon der Welt und habe wirklich ganz, ganz viele verrückte Menschen getroffen, Feste gefeiert, Massenbegräbnisse beobachtet und alles Mögliche erlebt. Ja, und darüber sprechen wir in der nächsten Sendung und ich freue mich sehr. Ich hoffe, du bist ermutigt worden, das neue Land zu entdecken und hast auch Hoffnung schöpfen können. Die nächste Sendung dreht sich um spannende Persönlichkeiten und Abenteurer, die so einiges zu erzählen haben. Wäre schön, wenn du wieder mit dabei wärst. Tschüss!